Wir gucken einfach mal rein. Wie viel ist dein Outfit wert? Millionärs-Edition. Prada-Tasche. MCM, Geschenk gekriegt vom Kollegen. Ich weiß nicht, 500, 600 soll die wohl kosten. Wow, ist die groß. Oh. Das ist eine Louis Vuitton. Das ist eine Patek Philippe. Was, Patek? Nautilus. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Habe ich letztes Jahr erworben. Jo Leute, was geht ab? Eine weiße. Uiuiui. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und eine kleine Info an euch. Ab jetzt, jeden Freitag um 15 Uhr, ein wie viel ist dein Outfit wert auf meinem Kanal. Also aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wie heißt du? Margarita. Margarita, ich muss sagen. Margarita. Cooles Outfit hast du an, ne? Danke, danke. Was sind das für Schuhe? Die gibt's nicht mehr. Die gab's einmal und gibt's nicht mehr. Gab's einmal, okay. Das hört sich doch nach einem tollen Akzent aus Russland an, oder? Wie lange ist das her? Vor 2 Monaten habe ich die geholt. Vor 2 Monaten. Balenciaga Speedtrainer, ne? Und wo hast du die her? Bei Ungar. Von Ungar. Hier. Hier vorne, ne? Okay, was halt man? Da gibt's die geilste Neuigkeiten. Ja? Was zahlt man für die? 690. 690 Euro. Ja, okay, nice. Hose, was ist das für eine Hose? Ah, Calzedonia. Calzedonia. 29 Euro. 29, okay. Easy going. Was haben wir noch? Jacke. Magda Böttrum. Nochmal bitte. Magda Böttrum. Was ist das? Das ist eine polnische Designerin. Ah, okay. Unbekannt. Ach so, okay. Aber die macht schon eine Kleider, schon eine Jacke. Ich habe verstanden, Ungarn. Nein, nicht Ungarn. Auch von Ungarn. Was zahlt man für die? 2,3. 2,3, also 2.300 Euro. Das ist so interessant, ja. Was haben wir noch? Tasche. Prada. Prada-Tasche. Mit hier noch so einer kleinen Tasche, ne? 2,3 Millionen. Ja. Wie die, ähnlich wie die Louis Vuitton Multibrochette. Was zahlt man für die Prada-Tasche? 9,50 Euro. Wie nochmal? 9,50 Euro. 9,50 Euro? Auch aus Polen, oder? Nee, 950. Ah, 900. Direkt von Prada. Ah, direkt von Prada. 950 Euro, okay. Okay. Nice. Pullover, was ist T-Shirt, das? T-Shirt, Guess. T-Shirt von Guess, okay. Okay, easy. Was? T-Shirt, Guess. Sau sympathisch. Zahlt man dafür? Ja, das war ein Angebot, glaube ich, 29 Euro. 29. Okay, nice. Was haben wir noch? Irgendwie eine Uhr oder so? Nee, keine Uhr heute. Keine Uhr. Und Mundschutz von der Marke? Nee. Nee, von Budnikowski. Budnikowski, ganz entspannt. Okay, Leute, Gesamtoutfitpreis blende ich hier einmal ein. Margarita, cooles Outfit. Vielen Dank, danke schön. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera zeigen? Ja, was soll ich sagen? Ja, könnt ihr mich folgen bei Insta, ne? Ja. Fashion Rita. Nice Style. Wie heißt du? Ich heiße John. Wie bitte? John. Ja. Was geht ab heute? Johnny Boy. Johnny Boy mit einem Sakko, Louis-Tasche, ein bisschen durch Hamburg City. Heute ein bisschen shoppen. Bisschen shoppen, gerade noch ein Meeting gehabt. Ja, Meeting? Und, ja, ich bin Unternehmensberater. Ja, natürlich. Ich habe in Hamburg meinen Anwälte. Ja. Oh, Ben! Ja, spontan. Okay. Spontan. Also ein bisschen beruflich, ein bisschen shoppen gewesen, ne? Nein, nein, nein. Er hat sich mit den Anwälten getroffen, die da in der Nähe sind. Und zwar nicht ein Anwalt, es sind mehrere Anwälte. Leon, bitte aufpassen. Nebenbei. Nebenbei, ja, ja, okay. Ich muss sagen, du hast noch ein cooles Outfit an. Danke. So ein bisschen sportlich, trotzdem elegant, so durch den Blazer und das Hemd, ne? Lass mal mit den Schuhen anfangen. Was haben wir? Ich glaube, er hat auch gerade ganz wenig Zeit. Das sind Louis Vuittons. Ich weiß gerade nicht den Namen dafür. Habe ich vor einer Woche erworben im Meisterhaus. Für 800 Euro, glaube ich. 800 Euro? Ja, 795, okay. Glaube ich. Okay. Und wie sind die? Muss man die einlaufen, oder? Also ich habe halt schon welche gehabt aus Dubai. Ja. Die waren halt weiß. Auf internationaler Basis am Start natürlich, ne, klar. Im Endeffekt nur die gleichen und die tun im Endeffekt immer noch ein bisschen weh. Ja. Aber meine Freunde... Ich finde, die Hintergrundsounds machen das Ganze sehr sympathisch. Ich habe halt auch ganz viele davon und die meinen halt alle, muss man halt einlaufen, also ich trage mal noch nicht so oft. Ich trage eher Anzugsschuhe auf dem Hals und... Achso, Anzugsschuhe? Halt, ja, ja, der trage ich halt nicht so oft und deswegen also... Normal. Ja, okay, nice. Was haben wir noch? Hose. Das ist eine Levi's, weiß nicht, wie man es ausspricht. Hose. Levi's, ja. Genau, habe ich aus Barcelona geholt letztes Jahr. Ich glaube 70 Euro, 80 Euro. 40 Euro, okay. Trägst du immer Hosen von Levi's oder? Nein, mehr von Zara eigentlich. Zara, ne? Ja, ja. Der Junge weiß Bescheid, Leute. Was haben wir noch? Gürtel? Ja, ein Gucci-Gürtel. Ja, das ist Bescheid, Gucci-Gürtel. Besser Gürtel, ne? Die Gucci-Gürtel-Game. Ja, finde ich schon ganz gut. Also die Qualität ist schon mal nicht schlecht. Ja. Jetzt kommt der Einsatz. Leon, bitte, erzähl uns über die Qualität von Gucci-Gürteln. Was hast du bezahlt für den?
Oh, dann habe ich meinen Kumpel abgekauft für 195 Euro. 195 Euro. Ja, weil er halt Geld braucht, dann habe ich ihn für 195 Gucci-Gürtel so privat verkaufen, der braucht Geld und hat den liquidiert. 195 Euro. Hast du einen guten Schnapper gemacht, ja, ne? Ja, okay, nice. Okay, dein Hemd. Stellt euch mal vor, ich hätte bald so eine, so bei mir auch so gebrauchte Gucci-Gürtel so, auf der Website und hätte dann, würde die dann auch so in Zahlung nehmen, so, ein, so eine Seite mit Ankauf und dann so, wähl die Farbe aus, wähl das Jahr aus, Zustand von Gucci-Gürtel mit Box und Papieren. Was haben wir da? Das ist ein Polo Ralph Lauren, 80 Euro, 90 Euro. 80, 90 Euro. Ja. Slim fit, ne? Ja, immer. Jeden Tag. Immer, immer, ja, okay. Ich bin mal gespannt, was für ein Jackett du hast, Digga. Das ist ein Hugo Boss Jackett. Ja. Also bis jetzt, ich sag mal so, ich habe die Uhr noch nicht gesehen, aber ich sag mal wirklich, er würde mich überraschen. Er würde mich überraschen, wenn das Ding jetzt echt wäre. Aber wir bleiben offen. Hugo Boss, ganz schlicht. Ja, aber man sagt ja, Hugo Boss ist ja eher so eine Billigmarke unter den ganzen Jackets. Ja. Deswegen, also ich finde aber die Farbe relativ schön. Ich hab auch einen von Tom Ford, aber Tom Ford ist mir immer zu altmodisch. Ja, ja. Trage ich im Endeffekt immer nur bei besonderen Anlässen. Normal. Okay, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Mit dem Hemd zusammen. Okay. Ist gut geschnitten. Genau, das ist eine... Zeig mal ein bisschen die Kamera. Das ist eine Louis Vuitton. 1.200 Euro, glaube ich. Hab ich auch online bestellt gehabt. Und eigentlich wollte ich es in Gelb haben, aber schwarz ist einfach schlichter. Und dann habe ich einfach gedacht, im Schwarz passt die einfach. Also Gelb würde theoretisch auch gar nicht so schlecht aussehen, aber wenn du dann zu Business-Terminen gehst, geht ja, das auch nicht. Aber Gelb hatten sie auch nicht mehr. Von daher. Okay, was haben wir noch? Ich sehe, du hast eine Uhr. Was hast du für eine Uhr? Das ist eine Patek Philippe Nautilus. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Okay, komm, komm. Aber es ist schwer zu entdecken bei der Uhr. Ist nicht so einfach, wenn ich die Uhr nicht sehe. Also dieser Flügel hier sieht ein bisschen komisch aus. Ich finde die Form der Lünette relativ komisch, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Ah, wir können es über dem Abstand sagen. Ah, darüber geht's vielleicht. Über den Abstand von dem Case. Also ich meine, genau diesen Punkt hier. Zu 100% kann ich es jetzt nicht sagen, ob es echt oder unecht ist. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Letztes Jahr erworben für 62.000 Euro. Wie viel? 62.000. 62, also das ist schon sehr, sehr viel, komisch. 62? Über Liste habe ich das bezahlt. Okay. Beim bestimmten Konzi aus Köln, kennt man noch vielleicht, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen darf. Was? 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 Er hat beim Konzi? Niemals. Niemals. Was hat er gerade gesagt? Er hat bei einem Konzi die Uhr für 60 Mille gekauft. Das heißt, der Konzessionär hat sich einfach mal 30.000 Euro schwarz eingesteckt. Das halte ich für eine Lüge, mein Freund. Weil in Köln gibt es nur ein paar Patek-Händler und die kennt man. Sag's mal raus. Ja? Cologne Watch. Ah, okay. Und, ach, bei Cologne Watch, okay. Ja. Ist halt relativ cool, aber trage ich auch noch zu bestimmten Anlässen. Weil ich habe auch noch eine Replika noch. 62.000 Euro haben wir bei Cologne Watch im letzten Jahr keine weiße gehabt. Die letzte weiße von Cologne Watch habe ich verkauft. Und zwar an den Harvey Specter sogar. Also das hätte ich gewusst. Und ich trage halt, wenn ich zum Beispiel in Hannover, ich komme aus Hannover, wenn wir jetzt halt rumlaufen, dann trage ich ja die Replika. Ja. Weil man weiß dann nie, was passiert. Nochmal, das seht ihr ja vielleicht um... Ich habe da mehr Bedenken, weil bei einer 62.000 Euro, ich weiß nicht, wie es ist, aber ich habe auf Instagram eine relativ niemals große Reichweite da. Niemals. Etwas. Hast du? Ja, und ungefähr 60.000. Und es ist im Endeffekt so, man weiß halt nie, was draußen abgeht. Ja, oder ob vom Büro Leute stehen oder was weiß ich, was da passiert. Ja, wenn du mit der Uhr um 22, 23 Uhr in Frankfurt unterwegs bist, kannst Steintor du gefährlich werden. Ne? Genau, so sieht's aus. Oder hier auf dem Steindamm bei uns. Deswegen, also trage ich einmal eine Redlicher und jetzt besonders alles wie heute, dann echte. Ja, okay. Mal. Also, zeig mal nochmal an die Kamera die Uhr, nochmal für Munich Wristbusters. Könnt ihr gerne checken, ist gar kein Problem. Aber mein Auge sagt schon, die sieht sehr original aus. Könnt ihr gerne machen. Ja, kann auch sein, dass er einfach weniger bezahlt hat. Aber, was soll ich sagen? Ist gar kein Problem. Okay, nice. Okay, was haben wir noch? Das war's eigentlich. Brille. Brille, genau. Das ist eine Dolce Gabbana. Dolce Gabbana Brille, ja. Genau, 200 Euro. Naja, ich habe gerade noch einen Termin reinbekommen, habe ich gerade gehört. Und an dieser Stelle, der Stream hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ich komme morgen wieder online. Sorry, dass ich so schnell aufhören gehen muss, aber wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder.